Erzähl mal, wir sind hier beim Schmitz und Co. Ja, wir sind ja beim Schmitz und Co. Was ist das eigentlich? Schmitz und Co, also dieser komische Name setzt sich zusammen aus Carsten und Anja Schmidt mit DT. Das sind eigentlich so, das ist unsere Weinkompetenz. Wurden letztes Jahr bester Weinhändler Deutschland, die zwei. Und dann Schmitz, also das Z bin ich, Zahn. Und Co. ist Herr Mario Potaska. Okay. Zweite Unterschrift ist dann noch die Winophile Genusswerkstatt. Ja, also wir verkaufen Wein, wir haben eine Weinbar da vorne, wir machen Montag bis Samstag einen Mittagstisch. Und hier hinten sitzen wir jetzt gerade in unserer Genussschule. Hier machen wir so Kochkurse, Kinderkochkurse, Seminare. Man kann ja auch wunderbar irgendwie so seine Geburtstagsfeier durchführen oder andere Festivitäten. Und Das machst du dann und der Mario? Das mache ich, der Mario. Aber wir haben auch noch einen Marcel, das ist unser Küchenchef hier. Ein ganz junger, innovativer Koch, der im Moment gerade hier den Mittagstisch noch kocht. Und der ist auch immer da. Und heute sind wir hier, um uns über Erdbeeren zu unterhalten. Ja, voll toll. Ich liebe Erdbeeren. Starte. Und zwar Erdbeeren aus dem Supermarkt gegenüber Erdbeeren vom Bauernhof. Also, ich muss sagen, ich kann im Supermarkt, wenn ich Glück habe, kriege ich manchmal da auch richtig tolle Erdbeeren. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Supermarkt einfach Früchte kaufe, die vielleicht nicht so perfekt gereift sind, weil sie im Endeffekt oftmals durch lange Transportwege einfach nicht so reif geerntet werden. Und deswegen, ja, dann sind die vom Aroma einfach nicht so toll. Wenn ich natürlich die Erdbeeren jetzt beim Wochenmarkt oder so einen Erdbeerstand kaufe, sind sie meistens mit einem sehr kurzen Transportweg angeliefert worden, wurden reif geerntet und sind in den meisten Fällen einfach geschmacklich besser. Worauf muss ich denn beim Kauf besonders achten? Also ich finde Erdbeeren ist immer ganz wichtig. Erdbeeren müssen einfach riechen. Also die verströmen wirklich ein ganz, ganz tolles Aroma. Und wenn eine Erdbeere nicht riecht, schmeckt sie auch nicht. Die duften. Erdbeeren müssen wirklich duften. Und Farbe? Farbe, wenn es geht, richtig rot. Okay. Ja. Und sie sollen im Endeffekt, man kann auch wirklich mal immer so in die Schale mal gucken, weil sie sollen natürlich noch einigermaßen fest sein und keine weichen Stellen haben. Ja. Wenn sie manchmal weiche Stellen haben, dann würde ich immer direkt einfach zum Verkäufer gehen oder zur Verkäuferin und sagen, Mensch, ich nehme sie mit, weil für eine Erdbeersoße oder für eine Marmelade geht das oftmals noch. Aber dann soll man wenigstens irgendwie versuchen, die Erdbeeren zum heißen Preis zu bekommen. Wenn ich die Erdbeeren dann zu Hause habe und die ja schon relativ reif gekauft habe, wie lagere ich die dann am besten, dass die halt nicht am Abend schon schlecht sind oder am nächsten Tag schon schlecht sind? Zum Lagern am besten ist natürlich, wenn ich so eine Schale habe, dass ich die Schale im Endeffekt umfülle, dass sie nur einzeln liegen, dass sie sich nicht gegenseitig runterdrücken, weil dadurch gibt es natürlich Druckstellen und dadurch reift oder gammelt die Erdbeere schneller. Ja. Ich lagere sie ungern im Kühlschrank. Also Erdbeeren einkaufen ist natürlich nicht, ich kann nicht am Montag die Erdbeeren einkaufen, die ich vielleicht am Samstag dann zum Salat nehmen möchte, weil eine Erdbeere ist leider nicht sehr lange lagerfähig. Und am besten einfach flach lagern. Dunkel lagern ist immer ganz cool. Man kann sie notfalls auch mal irgendwo im Küchenschrank oder sowas, oder wenn jemand einen Keller hat, der groß ein bisschen kühler ist, da kann man sie gerne auch mal einen Tag liegen lassen. Aber sie sollten im Endeffekt vor dem Verzehr immer mindestens mal so einen halben Tag wieder Licht und Sonne gesehen haben, weil dann entwickelt sich das Aroma. Okay, waschen auch direkt davor und waschen immer direkt vor. Auch beim Waschen, ich lege es einfach auch, ich lasse eine Schüssel mit Wasser ein, lege die Erdbeeren vorsichtig rein, nehme sie auch wieder raus. Okay. Ja, und dann aber direkt weiterverarbeiten, weil wenn sie einmal gewaschen sind und dann zu viel Wasser dran war, kriegst du ja nicht richtig trocken. Überall, wo viel Wasser ist, können natürlich Bakterien oder sowas, das reift alles schneller. Sich schneller verbreiten. Genau. Ja. Was ist denn dein Lieblingsrezept mit Erdbeeren? Also süß oder herzhaft? Also da bin ich mehr so ein bisschen traditionell angehaucht. Also ich liebe am liebsten Erdbeeren in Verbindung mit einem süßen Basilikumpesto. Okay, wow. Und das ist auch ganz einfach. Also jeder, der schon mal ein Pesto gemacht hat, weiß ja die Grundzutaten. Also Basilikum, Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, Pinienkerne, ein bisschen Meersalz, ein bisschen Zitronenabrieb. Und beim süßen Pesto tausche ich das Olivenöl mit
mit Traubenkernöl. Okay. Das ist ein bisschen milder und nussiger. Ja. Die Pinienkerne, die lassen wir. Statt Knoblauch nehmen wir glasgute weiße Schokolade. Mhm. Und dann nehmen wir einfach noch ein bisschen Honig dazu. Ja. Und dann eine kleine Prise Meersalz und dann so ein bisschen Zitronenabrieb. Ja. Und das einfach dann wirklich so einfach kleingeschnittene Erdbeeren. Wer möchte, kann sie nur ein bisschen anzuckern und dann einfach dieses Pesto drüber. Und was ich eigentlich auch echt gerne dazu esse, ist so ein Mandelkrokanteis, einfach ein Vanilleeis beim Dealer deines Vertrauens kaufen. Ja. Dann einfach wirklich so ein Mandelkrokant machen, die Eiskugel abstechen, einfach in den gestoßenen Krokant drehen. Weil dann hat man so außen ist es knusprig, in der Mitte kalt, cremig. Dazu die fruchtigen Erdbeeren und das Pesto. Es geht ganz einfach und schmeckt sensationell gut. Letzte Frage, womit harmoniert Erdbeere besonders gut? Ja, das ist immer so, wie soll ich sagen, da gibt es wahnsinnig viele Sachen. Auf der einen Seite kann ich natürlich wunderbar einen Erdbeerspargelsalat im Moment gerade machen. Ich finde auch was wir früher gerne gemacht haben, das war so eine Art Erdbeertörtchen mit so einem Ziegenquark-Sauerampfer-Creme, also so ein bisschen salzig, dieses leicht stallige, dazu dann wieder die Säure von dem Sauerampfer, diese metallische und dann halt eine richtig süße, fruchtige Erdbeer, finde ich total toll. Erdbeermandel ist total toll, Erdbeerschokolade ist toll, Erdbeeren geht schon echt zu viel. Vanille ist natürlich klasse, Orange ist klasse, Erdbeermango ist toll. Ich finde aber auch Erdbeer und Passionsfrucht eine wunderschöne Kombination. Also ich finde Erdbeeren, wir haben jetzt im Moment gerade jetzt, 10 Wochen vor uns, wo jetzt hoffentlich bald unsere eigenen Erdbeeren wachsen. Und da sollte man, wenn es geht, wirklich 6-mal die Woche Erdbeeren essen, weil es ist wahnsinnig gesund, guter Vitaminlieferant, wahnsinnig viele Mineralstoffe und auf der anderen Seite ganz wenig Kalorien. Mhm. Also das ist besser geht's nicht. Besser wie ein Überraschungsrein. Ja, vielen Dank. Sehr gerne.